Zuletzt bei Skylanders Spyro's Adventure. Vor uns waren einige versperrte Tore, die wir durch das Lösen von Kristallschieberätseln und Rätselboxen öffneten. Zudem hauten wir einigen Trollen einen auf die Mütze. Auf unserem weiteren Weg fanden wir die restlichen Teile der Karte, die uns half, uns sicher durch das Minenfeld zu führen. Das goldene Zahnrad wurde in den Lichtkern integriert, jedoch klemmte dieses etwas, welches der Anlass war für uns, die nächste Komponente des Lichtkerns, die Schmiere, zu sehen. Herzlich willkommen zu Skylanders Spyro's Adventure. Hier geht's los. Wir gehen jetzt erstmal Schmiere beschaffen. Sagte ich doch gerade. Ja. Auf jeden Fall werden wir das tun. Wir haben gerade noch ordentlich verbessert nach der letzten Folge. Ja. Ja. Ich muss sagen, wir haben mittlerweile 1, 2, 3 Charaktere, die doch schon ordentlich Wumms haben. Bumm. Bumm. Das würde Flynn gefallen. Und den Trollen. Bumm. Mit ihren. Das sah gerade jetzt aus wie Galgen. Oh, hallo Tano. Du bist Schnackels. Zurück. Der Captain war wirklich beeindruckt von meiner ersten Mission. Also bin ich wieder dabei. Ich finde es lustig, dass sie denen auch die Hüte aufgesetzt haben, die man hier freischalten kann. Ja. Wir haben uns bis vor die Trollfabriken vorkämpfen können. Gut gemacht. Der Captain ist mit einem Trupp aufgebrochen. Aber das ist schon Stunden her. Ich muss hier bleiben und die Stellung halten. Du musst ihn finden. Er weiß, was zu tun ist. Machen wir das. In dieser Zone sind Skylanders. Ja, okay, das ist aber auch gut, weil den will ich auch leveln. Und ganz ehrlich, ihn will ich unbedingt leveln, weil ich ihn damals nie gelevelt habe. So, du kommst halt nicht immer dazu, alle Charaktere zu leveln. Ja. Aber ich will es halt diesmal nachholen. Was ich auch so ein bisschen keine Sage finde, wenn du in dem Game nicht alle Charaktere auf 100% leveln kannst. Die Trolle lebten früher unter Brücken und ließen sich von jedem, der vorbei wollte, Zoll bezahlen. Die meisten Leute kamen aber ohne Zoll über die Brücke, indem sie mit Ziegenböcken, Narrengold und Narrenkartoffeln bezahlten. Also gaben die Trolle es auf, krochen unter ihren Brücken hervor und fingen an, für Chaos zu arbeiten. Hätten die Menschen mal Zoll bezahlt. Das ist auch eine interessante Origin-Story, no joke. Boom. Auf das große Bombenzeichen am Boden. Goldener Zahn. Die Attacke liebe ich. Ich glaube, wir brauchen da vorne gleich noch eine Bombe. Deswegen, ich nehme vorsichtshalber mal eine mit. Oder nimm du die Bombe lieber mit, du bist schneller. Ja, klar. So, weiter geht's. So. Der hat einfach Napoleon-Hut auf. Ein Dreimaster. Hey, Skylander. Fühlt sich gut an, mitten im Getümmel zu sein, nicht wahr? Ich hatte mal einen Blumenladen, aber dann habe ich die Mabu-Streitkräfte gegründet. Den kennt man auch aus dem ersten Level. Jetzt jage ich Dinge in die Luft. Der hatte da auch schon Dialog, lustigerweise. Okay. Wo wir gerade davon reden. Die Hauptfabriken befinden sich gleich um diese Ecke, aber die Geschütze nageln uns hier fest. Zum Glück hat unser Speer einen Vorrat an Megabomben im Munitionslager oben auf dem Hügel ausgemacht. Noch mehr. Bumm. Sieh dir das mal an. Aber sei vorsichtig. Der Eingang wird von schwerer Artillerie bewacht. Finde eine Megabombe, wenn du kannst. Das wäre gut. Dann hol sie hierher und wir jagen diese Mauer zusammen hoch. Boom. Oh. Not bad. Warte. Diese Stufenaufstiege sind so satisfying, no joke. Da vorne ist ein Dings.
Wasser-Elementator. Luft. Oh. Ja, Wasser, Luft, das ist fast das gleiche. Fast dasselbe. Nah dran ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Meine ich ja. Ist ja fast das. Nah dran ist. Ja, keiner auch vorbei. Ach ja, das ist der höchstgelevelte. Mit Level 7. Ich find's lustig, wie der auf dem Kopf einfach das Zeichen hat. Oh nee, nicht schon wieder Minen. Oh, das Level ist absolut wichtig. Aua. Hier gibt's nämlich den Seelenstein für meine Echse. Meine, Sollte ich vielleicht vorgehen oder zuvorgehen? Alles gut, wenn ich sterbe, sterbe ich. Der kann einfach nicht springen. Der ist einfach zu blöd zum Springen. Zweiter Game Over? Dritter Game Over? Schreibt's also, in die Kommentare. Schreibt's gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall deutlich weniger als in DK. Ja, bis jetzt sind wir noch deutlich unter DK. Wer weiß. Die Sache ist für... Leg mich doch am Arsch. Warte. Wir können da, da hinten, glaube ich, nach hinten. Nee. Oder auch nicht. Oh, wow. Generalsmütze. Die ist doch nicht mal so bad. Vor allem, ich finde, zu dem Charakter ist es, passt das irgendwie. Zum Blöd für diese Sprungkissen. Die sind aber auch doof. Wieso ist die denn auch schon Level 5? Wann ist das denn passiert? Oh, ein Steinknüppel. Das nächste Essen geht an mich. Dann nimm's am besten davon. Oh. Das ist wieder einiges an 650. Es sind immer 50. 50 mehr. Pro Level mehr. Ja. Da hinten ist der Seelenstein. Den brauchen wir gleich unbedingt. Da waren wir. Ja, dann gehen wir mal ganz schnell wieder zurück. Das war doch schon mal ein lustiges Element. Doch, jetzt passt alles. Oh, wie soll... Das davon ist nur eine Abkürzung, aber da ist halt Geld. Deswegen könnten wir uns der auch nochmal widmen. Vielleicht sollten wir erstmal... Erstmal die Trolle da oben ausschalten und das in Ruhe gleich machen. Kommst du? Ja, ich komme. Dankeschön. Hat doch geklappt. Ja, die Teile haben einen recht großen Radius. Ja, komm. Ja, ja, ich hole das ganze Geld gerade. Trolle sind schon weg. Ja, okay, komm, das ist aber nicht viel an Geld. Das lohnt sich nicht machen. Nee, nee. Das ist nur, wenn du abkürzen willst. Ah, Technologie. Warte. Welch freudige Überraschung. Nord. Der Skylander, der unsere Stadt gerettet hat. Der Captain hat mich zum Spähen vorgeschickt. Ein direkter Angriff auf die Mauer wäre zu gefährlich. Aber wir haben Glück. Ich habe einen anderen Weg hineingefunden. Sonst hätten wir das Level hier beenden müssen. Schade, das war's. Wir kommen an der Mauer nicht mehr vorbei. Wir können Chaos nicht aufhalten und den Lichtkern nicht mehr reparieren. Wir geben uns geschlagen. Ja. Huch. Wir haben eben das Spiel verloren. Das war's mit Skyler. Und wenn du eine hübsche Megabombe findest, boom! Das war's mit Skyler Spyro's Adventure. Bis zum nächsten Mal.